Der ständige Verkehr auf unseren Straßen belastet nicht nur unsere Umwelt, sondern auch unsere Nerven. Und genau das wollen wir mit CEA ändern. Aber was bedeutet CEA? Es steht auf der einen Seite für unsere Vornamen, also Christina, Edith und Annalena. Auf der anderen Seite für Cozy, Eco-Friendly und Alternate, weil wir davon überzeugt sind, dass unsere Idee eine umweltfreundliche Alternative für alles ist. Und warum Cozy? Naja, mit unserer Idee können Pakete sowohl von zu Hause aus versendet, aber auch in kürzester Zeit empfangen werden. Ganz schön gemütlich also. Aber erstmal alles auf Anfang. Wir mussten einige Stunden im Brainstorming, Perspektivenwechsel und in unsere Cornflakesbox investieren, bis unser Projekt so weit geplant war wie zum jetzigen Zeitpunkt. Zunächst haben wir uns an die Expertin Carmen Bachmann gewendet und auch hier wichtige Tipps für die Umsetzung unseres Projektes erhalten. Von Anfang an war es uns besonders wichtig, unser Projekt so zu gestalten, dass der Verkehr in Zukunft entlastet wird und Unmengen an Verpackungsmüll gespart werden können. Und die Lösung dazu ist unser unterirdisches Rohrsystem. Zu diesem haben wir ein stark vereinfachtes Modell gebastelt, welches hier zu sehen ist. Zu jedem Haus führen zwei Röhren, die mit einem Förderband ausgestattet sind. Diese fahren in entgegengesetzte Richtungen, damit die Pakete den möglichst kürzesten Weg zurücklegen. Es kann also in etwa mit einem Straßennetz verglichen werden. Auf dem Förderband befindet sich die Ware in recycelbaren Boxen, aber zu diesen hören wir später mehr. Durch dieses unterirdische Rohrsystem können also sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen Pakete direkt versenden bzw. empfangen. Und der Weg über die Post kann vermieden werden. Beim Versenden eines Paketes kann im Haus ein Knopf betätigt werden und die nächste freie Box wird ins Haus geliefert und kann beladen werden. Im gesamten Rohrsystem sind winzig kleine Laser angebracht, die alle QR-Codes scannen und sobald der richtige erkannt wurde, beginnt die Umladung in die jeweilige Röhre, die zum Haus führt. Jede Box besitzt Noppen, die in einen Seilzug einrasten und so kann die Box ins Haus gezogen werden. Sobald das Paket angekommen ist, erscheint ein grünes Licht im Haus. Dieses Licht zeigt, dass das Paket angekommen ist. Zusätzlich kann über eine App die Lieferung verfolgt werden. Diese App ist für jeden kostenlos, nutzbar und einfach zu bedienen, wie Sie hier sehen. Am grünen Punkt ist deutlich zu erkennen, dass das Paket bereits in der persönlichen Sammelstelle angekommen ist. Wenn kein Punkt zu sehen ist, befindet sich das Paket noch auf dem Weg. Wir legen besonderen Wert darauf, dass unsere Boxen aus recycelbaren Materialien hergestellt werden. Die Boxen werden so gebaut, dass das Abladen durch einen Schiebemechanismus problemlos funktioniert und die Ware nicht beschädigt wird. Dadurch, dass die Waren von den Unternehmen direkt in die Boxen gelegt werden, können unzählige Tonnen Verpackungsmüll eingespart werden. Durch diese Boxen kann ein Diebstahl ausgeschlossen werden. Außerdem ist das gesamte Tunnelsystem mit Kameras ausgestattet, weshalb sich niemand unbefugt in den Gängen bewegen kann, ohne dass ein Alarm ausgelöst wird. Unser nächster Schritt wird nun sein, genügend Partner aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik zu finden und unsere Idee umzusetzen. Nun hoffen wir, dass Sie ein paar Einblicke von unserem Projekt erhalten haben und danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.